Nachfragen an Cordula Todt von der Wirtschaftswoche. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Hallo. Frau Todt, gestern also haben CDU-Vorstand und Präsidium den Weg freigemacht für eine Mitgliederbefragung in Sachen Parteivorsitz. Was wird das Ganze? Eine christdemokratische Revolution oder doch nur eine Eintagsfliege? Ja, es kommt ein Verfahren auf eine Partei zu, die sowas, auch so eine offene Auseinandersetzung und Konflikt, nicht gewöhnt ist, vielleicht auch gar nicht so schätzt. Es sind im Grunde zwei Dinge zu regeln, die noch alle ganz weit offen sind. Wir haben eine weit offene Personalfrage, es drängt sich keiner wirklich auf. Und wir haben auch noch eine bevorstehende Neuorientierung. Für was steht diese Partei eigentlich? Also zwei große Brocken. Darüber werden wir auch noch sprechen, aber spannend ja zunächst die Frage, was eben jetzt diese Form der Vorsitzendenfindung für die Chancen der aussichtsreichsten Aspiranten bedeutet. Ich formuliere es mal Bauer sucht Frau mäßig für den nimmermüden Merz, den rüstigen Röttgen oder den selbstbewussten Spahn. Wovon hängt denn jetzt ab, wer am Ende die Gunst der 400.000 CDU-Mitglieder gewinnt? Also Parteimitglieder entscheiden oft anders, als Wähler sich orientieren und Wählerinnen, die ja nicht so fest gebunden sind und auch von der Altersstruktur oder von ihrer Herkunft her etwas vielfältiger sind. Also Herr Merz hat bei der Basis eine große Gefolgschaft und vertritt vieles, was dort an Werten auch gelebt wird. Er arbeitet gerade daran, ein Team zusammenzustellen, was seine Chancen dann insgesamt noch erhöhen würde und auch Querschüsse vermindert. Alle rechnen sehr fest damit, dass Herr Röttgen antreten wird und mit einem mittigen Angebot, eben moderner in Anführungsstrichen, erscheinen mag. Bei Herrn Spahn, da bin ich mir nicht sicher, ob er sich da vielleicht nochmal einen Nasenstüber holt oder ob er vielleicht mit Herrn Merz gemeinsam macht. Wer auch immer es am Ende wird, muss man ja doch sagen, ein neuer Vorsitzender macht noch keinen christdemokratischen Sommer. Sie haben es angesprochen, dafür bräuchte die Union wieder einen klareren inhaltlichen Kurs, eine Art ja, Alleinstellungsmerkmal, das sie für die Wählerinnen und Wähler attraktiv macht. Wie könnte denn die gebeutelte Partei den Schatz voller Ideen, den sie verloren hat, wiederfinden? Das geht am Anfang auch erst und nur über Köpfe. Also insofern ist es jetzt gar nicht so unerheblich, was für ein Team im engeren Führungskreis ist, weil wo sollen denn die neuen Ideen und das überzeugende Vertreten von neuen Ideen herkommen, wenn nicht von oben auch vertreten wird? Also wie kann man gut regieren? Wie schafft man die Digitalisierung? Wie kriegt man diesen Scheinriesen Deutschland dann tatsächlich mal wieder in echte funktionierende Bahnen? Also Corona, Pandemie und Digitalisierung sind ja wirklich keine Erfolgsmarken. Also da könnte die CDU durchaus praktische und wegweisende Richtungen zeigen. Sozialpolitik, all diese Dinge, Sicherheit, klassisch, da gibt es viel zu besetzen, aber eben in neueren Formen und in praktischen Angeboten. Und da bin ich nicht so sicher, ob da Herr Merz allein und die, die im Moment im Gespräch mit ihm sind, für Zukunft stehen. Nun sind jedenfalls in Sachen Zukunftsgestaltung erstmal die anderen dran, allen voran die Sozialdemokraten. Aber auch die suchen einen, vielleicht sogar zwei neue Vorsitz der Rückzugsankündigung von Norbert Walter-Borjans. Gestern hieß es ja aus Parteikreisen, Lars Klingbeil wird kandidieren. Wenn ja, wie stehen seine Chancen Ihrer Meinung nach? Lars Klingbeil ist jetzt mal dran. Also er hat als Generalsekretär ganz gute Arbeit gemacht. Er hat jetzt einen Wahlkampf so gemanagt, dass er in einem durchaus prächtigen Erfolg für die SPD mündete. Er ist Vertrauter von Herrn Scholz. Zunächst hieß es immer, naja, der könnte Fraktionschef werden. Da ist jetzt Herr Mützenich weiterhin auch Anwärter. Dann ist er natürlich auch als Verteidigungsminister im Gespräch gewesen, ohne dass jetzt Posten schon verteilt werden. Das könnte im Kabinett Schwierigkeiten machen, weil es viele Niedersachsen gibt, viele Männer aus Niedersachsen, die in der Bundespolitik vorne stehen mögen wollen. Jetzt ist der Parteivorsitz da. Da könnte er auch einen Generationswechsel und eine andere Art Herangehensweise an Politik vermitteln, verkörpern. Er war ja wohl auch auf der Suche nach einer Partnerin, als das letzte Mal eine Doppelspitze gewählt werden sollte. Also insofern spricht viel dafür, dass Herr Klingbeil nicht nur antritt, sondern auch Parteichef werden kann mit einer Frau. Man muss allerdings dazu sagen, auf der Suche nach einer politischen Partnerin, das ist damit gemeint. Gestern Abend genau. Hat ja der SPD-Vorstand auch einen Sonderparteitag für den 4. Dezember beschlossen. Der soll dann über einen Koalitionsvertrag der Ampel entscheiden. Also zumindest die Sozialdemokraten scheinen sich des Erfolgs der laufenden Verhandlungen ja recht sicher zu sein. Vielleicht sogar sicherer als FDP und Grüne. Was meinen Sie?
Also es ist relativ gut organisiert, der ganze Prozess. Also wie von den Sondierungen in Koalitionsverhandlungen übergegangen wurde, wie die Themen strukturiert und zielgerichtet durchgearbeitet werden. Also da kann man im Moment sagen, im Vergleich zum letzten Mal, Hut ab. Also da haben einige Leute verstanden, vielleicht auch die kleineren, die damals auch beteiligt waren, dass es damals nicht gut organisiert war. Und dann ist es ja immer eine Frage der Alternativen. Also was für eine andere Möglichkeit zu regieren gibt es? Und regieren wollen die Beteiligten wohl alle. Das kann man wohl sagen. Und seit genau einer Woche sitzen die Verhandler auch bei Koalitionsverhandlungen zusammen. Und welchen Zwischenstand, vielleicht welche Zwischenbilanz es gibt, werden wir nachher übrigens um kurz vor 10:30 hier auch noch einmal abfragen nach Berlin. Cordula Tutt, danke für diese Auskünfte nach Berlin. Ich danke Ihnen.